Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man die Fläche unter einem Graphen einer Funktion mit Hilfe der Streifenmethode berechnet. Kennt ihr wahrscheinlich auch als Obersumme und Untersumme. Es geht darum, den Inhalt einer Fläche zwischen einem Graphen f von x, nehmen wir hier zum Beispiel eine Parabel, und der x-Achse in einem bestimmten Intervall auf der x-Achse zu berechnen. Diese Fläche wird hier oben durch eine krumme Linie begrenzt, sodass wir mit den elementaren geometrischen Formeln aus der Mittelstufe nicht weiterkommen. Jedoch ist seit der Antike ein Verfahren bekannt, wie man diese Fläche zumindest näherungsweise berechnen kann. Archimedes kam auf die Idee, diese Fläche in gleichbreite Streifen zu zerlegen. Wenn das Intervall auf der x-Achse von 1 bis 3 gehen soll, kann man es beispielsweise in 4 gleich breite Streifen zerlegen, sodass jeder Streifen 0,5 breit ist. Nun können wir den Flächeninhalt jedes Streifens näherungsweise dadurch berechnen, dass wir annehmen, wir bilden ein Rechteck, das von unten jeweils an den Graphen heranstößt. Denn den Flächeninhalt eines Rechtecks können wir ja leicht berechnen, das ist Breite mal Höhe. Und die Gesamtfläche unter dieser Kurve können wir dadurch einfach ausdrücken. Das ist die Summe aller Rechteckflächen. Diese Summe nennt man die Untersumme, U4, U wegen Untersumme, Untersumme, weil wir jeweils von unten an den Graphen herangehen. Und diese 4 bedeutet, dass wir 4 Streifen verwendet haben. Diese Untersumme wollen wir nun berechnen. Wir betrachten das erste Rechteck A1, das hat eine Breite von 0,5 und die Höhe ergibt sich dadurch, dass von jedem Rechteck jeweils die linke obere Ecke auf dem Graphen drauf liegt. So können wir nämlich die Höhe dieses Rechtecks berechnen, indem wir den Wert x gleich 1 in die Funktion x² plus 1 in diesem Fall einsetzen, so bekommen wir den y-Wert dieses oberen Eckpunkts. Also ist die Fläche des ersten Rechtecks 0,5 breit und f von 1 hoch, also 2. Nun kommt das zweite Rechteck. Auch hier liegt die obere linke Ecke auf dem Graphen drauf. Das liegt daran, weil unser Graph monoton steigend ist. Da stößt immer die linke obere Ecke dran. Wir sehen, das ist hier bei 1,5 der Fall, also ist A2 gleich 0,5 breit und f von 1,5, also 3,25 hoch. Dasselbe machen wir mit dem dritten Rechteck. Hier haben wir x gleich 2, das wir in diese Funktion einsetzen müssen. Gibt eine Höhe von 5 und das vierte Rechteck hat eine Höhe von 7,25. Im Prinzip kann man das nun mit dem Taschenrechner ausrechnen, aber bevor wir hier viel Tipparbeit haben, machen wir noch eine Vereinfachung. Wir sehen nämlich, dass in jedem Summanden ein Faktor 0,5 vorkommt. Den können wir praktischerweise ausklammern, sodass in der Klammer nur noch die Funktionswerte stehen. Nun setzen wir die x-Werte nacheinander in die Funktion ein. Hier erhalten wir y gleich 2, y gleich 3,25 und so weiter. Jetzt können wir alles bequem zusammenrechnen mit dem Taschenrechner und erhalten eine Untersumme U4, also die Fläche aller vier Rechtecke von 8,75 Flächeneinheiten. Euch ist sicher aufgefallen, dass diese Untersumme nicht ganz die gesamte Fläche unter dieser Kurve darstellt. Denn wir haben ja hier immer so eine Ecke verloren. Das heißt, die Untersumme U4 ist etwas kleiner als die tatsächliche Gesamtfläche A unter diesem Graphen. Deshalb untersuchen wir jetzt noch die Obersumme. Die erhält man, wenn man jeweils von oben mit den Rechtecken an den Graphen heranstößt. Bei einer monoton steigenden Funktion ist das jetzt also immer die rechte obere Ecke eines jeden Rechtecks. Vorhin hatten wir bei der Untersumme die linke Ecke, hier ist es jetzt die rechte. Wenn wir jetzt die Obersumme O4 berechnen wollen, dann müssen wir also jeweils den rechten x-Wert eines jeden Rechtecks in die Funktion einsetzen. Hier haben wir also eine Höhe des ersten Rechtecks von f von 1,5, also 3,25. Das machen wir jetzt auch wieder mit allen weiteren vier Rechtecken. Klammern auch hier wieder den Faktor 0,5 aus, setzen die einzelnen x-Werte in die
Funktion ein und rechnen in der Klammer alles zusammen. Wir erhalten jetzt eine Obersumme von 12,75 Flächeneinheiten. Ihr seht, dass diese Obersumme immer etwas zu groß ist als die tatsächliche Fläche A. Der wahre Wert für A liegt irgendwo zwischen Untersumme und Obersumme. Es ist nicht genau in der Mitte, das liegt daran, wenn wir hier mal die Untersumme und hier die Obersumme jeweils einzeichnen, dass diese Kurve hier krumm durchverläuft, also nicht genau in der Mitte hindurch geht, sodass der Wert von A nicht der Mittelwert von den beiden ist. Wie können wir dieses Verfahren nun verbessern, um einen genaueren Wert für A zu bekommen? Eine Möglichkeit wäre, wir nehmen feinere Streifen, dann kommen wir besser hier in die Ecken rein. Wir nehmen jetzt statt 4 beispielsweise 8 Streifen, dann ist unser Intervall von 1 bis 3 in 8 Streifen zerlegt, jeweils 0,25 breit für jeden Streifen. Hat den Nachteil, dass wir jetzt für die Untersumme 8 Rechnungen durchführen müssen. Wir bekommen jetzt einen genaueren Wert von einer Untersumme 9,6875. Die gleiche Rechnung für die Obersumme erhalten wir einen Wert von 11,6875, wenn wir immer von oben an den Graphen herangehen. Auch hier liegt der genaue Wert von A zwischen den beiden Werten. Wir sehen, bei 4 Streifen hat wir einen relativ breiten Bereich, in dem A liegen kann. Bei 8 Streifen ist der Bereich besser eingeengt. Würde man immer mehr Streifen nehmen, kämen wir mit der Untersumme immer etwas höher an den Wert von A heran, mit der Obersumme von oben her gesehen immer etwas näher an diesen Wert A heran. Beide Werte würden für unendlich viele Streifen gegen einen gemeinsamen Grenzwert streben. Die Untersumme ginge gegen 10,6 Periode, die Obersumme auch und würden sich bei diesem Wert treffen. Das wäre also der genaue Wert von A. Da wir uns auf diese Weise nur dem wahren Wert von A allmählich annähern, nennt man diese Streifenmethode auch ein Näherungsverfahren. Zugegebenermaßen wird für große Anzahl von Streifen diese Rechnung sehr aufwendig und ist deswegen nicht ganz praktisch. Gut, das war die Streifenmethode des Archimedes. Merken wir uns, es ist ein Näherungsverfahren. Und je mehr Streifen man nimmt, desto genauer wird dieses Verfahren. Nun zeige ich euch noch, wie man den exakten Flächenwert mit einem genauen Verfahren berechnen kann, der Integralrechnung. Diese Integralrechnung wurde zum großen Teil erfunden von dem deutschen Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz. Er baute auf dem Untersummen- und Obersummenverfahren auf. Wir sehen hier, ist eine Berechnung, wie wir sie eben gerade durchgeführt haben, mal vor mal aufgeschrieben. Wir haben hier eine Summe, das ist einfach nur die Abkürzung als Summenzeichen für eine Obersumme oder Untersumme. Und was haben wir gemacht? Wir haben immer die Höhe der Streifen, nämlich den Funktionswert, multipliziert mit der Breite dx der einzelnen Streifen und haben diese alle aufsummiert. Von x gleich 1, das ist der linke Rand, bis x gleich 3 ist der rechte Rand unserer zu berechnenden Fläche. Nun hat sich Leibniz überlegt, diese Breite der Streifen gegen 0 gehen zu lassen, dafür unendlich viele Streifen zu nehmen und jeweils ihre Höhe aufzusummieren. Dafür hat er dieses Integralzeichen eingeführt, das ist ein altdeutsch geschwungenes S für Summe. Und hier sehen wir wieder die Höhe der Streifen und hier die Breite der Streifen. Und dies nennt man die Integralgrenzen von x gleich 1 bis x gleich 3 geht unsere Fläche. Das ist zunächst mal nur eine Schreibweise und Leibniz hat erkannt, dass man diesen Integralwert berechnen kann durch eine sogenannte Stammfunktion groß f, wenn wir in diese Stammfunktion einmal die obere Grenze einsetzen und einmal die untere Grenze und daraus die Differenz bilden. Und diese Stammfunktion groß f hat folgende Eigenschaft, die hängt mit unserer zu integrierenden Funktion klein f, die diese Kurve hier darstellt, nämlich zusammen, indem wir für groß f eine Funktion finden, deren Ableitung unsere Funktion klein f ist. Also wenn wir hier die Fläche unter der Funktion klein f gleich x² plus 1 wissen wollen, dann muss man die zugehörige Stammfunktion wissen, 1 Drittel x hoch 3 plus x. Wir sehen, wenn wir diese Funktion ableiten, kommt diese heraus.
und brauchen nur noch in diese Stammfunktion groß f die Grenzen von 3 und 1 einzusetzen. Tun wir das, die 3 eingesetzt in 1 Drittel x hoch 3 plus x und hier die 1 eingesetzt in die Stammfunktion ausrechnen und die Differenz bilden, kommen wir genau auf 10,6 Periode, der exakte Flächenwert, den wir auch vorhin mit der Näherungsmethode gefunden haben. Wir erhalten also nun die exakte Antwort, der Flächeninhalt unter dieser Kurve x² plus 1 im Intervall von 1 bis 3 beträgt 10,6 Periode Flächeneinheiten. Okay.